So, und damit willkommen zurück. Ja, ich leg gleich mal los. Man hört es vielleicht, ich bin ein bisschen heiser heute. Also seht es mir nach. Ich habe übrigens festgestellt, dass man, wenn man M drückt, sogar eine Map hat. Wusstet ihr wahrscheinlich alle schon? Ich noch nicht. Ich weiß auch nicht, was es mir bringt. Aber sie ist da. Finde ich schon mal gut. Und was muss ich machen? Was haben wir denn Neues im Codex? Das ist aber nur diese Sekundärscheiße, die neu ist, ne? Ach, ihr seid doch blöd. Euch mag ich nicht. Tagebuch. Aufträge. Noch genügend vorhanden. Das ist ja alles erledigt, ne? Außer Sarens Schuld beweisen. Ja, ja, okay. Botschafter sprechen. Ne? Der Botschafter wird Ihnen ein Schiff und eine Crew stellen. Treffen Sie sich mit ihm in der Andockbucht der Allianz. Andockbucht der Allianz. Okay, C-Sicherheitsakademie. Gut. Aber ich besuche ja immer noch dieses doofe Lizenzding für den Herrn Wabbelwabbel. Weil ich gehört habe, dass man angeblich nur lang genug mit dem reden muss und dann kann man ihm das Geld dafür geben. Willkommen zurück, Erdenclan. Ja, zeig, was du hast. Brauchen Sie Vorräte für Ihre Rückkehr in die Kolonien? Ja, gib mal her. Zeigen Sie mir, was Sie haben. Großartig. Sie werden gewiss etwas Passendes finden. Vielen Dank. Nee, und dann versuche ich das nämlich gleich mal, ob man lange genug mit ihm redet. Und dann kann ich ihm auch einfach das Geld geben. Das kostet bestimmt nicht so viel. Und ich habe gehört, ich soll diese ganzen Lizenzen kaufen. Ich kaufe einfach mal. Ne? Das kostet ja auch nur 100, ne? Das andere sind ja... Nö. Lass ich. Freu dich. Ihr hattet ja alle nichts zu verkaufen, ne? Wenn ich mich jetzt noch erinnern könnte, wo der Wabbelwabbel gewesen ist, wäre das super. Ich glaube, sogar relativ nah vom Bezirk da, ne? Von den Botschaften, oder? Ich gehe mal zum Finanzdistrikt. Mal gucken. Vielleicht irgendwo hier unten, ne? War ja einmal dieser kleine, schmierige... Ne? Balavonnen. Noch was zu sagen, was wir nicht hatten? Seien Sie gegrüßt. Wenn ich mich nicht täusche, ist ein Glückwunsch angebracht. Nicht wahr, Commander? Wieso? Ich hörte, Sie sind der erste Mensch, der bei den Spectres aufgenommen wird. Natürlich, wunderschön. Richtig. Danke, untersuchen. Ne, das hatten wir ja schon alles, glaube ich. Danke. Es ist eine große Ehre. Aber Sie sind mehr als bereit dafür. Dennoch ist ein Wort der Warnung angebracht. Sie werden beobachtet, Commander. Viele sind Ihnen nicht wohlgesonnen. Ich dagegen wünsche Ihnen nur Glück und Erfolg. Wenn Sie gute Arbeit leisten, steigen die Chancen des Erdenclans auf eine Mitgliedschaft im Rat. Und wenn Ihr Volk beitritt, könnte es doch sein, dass es auch Hoffnung für mein Volk gibt, nicht wahr? Glaube ich nicht. Egal, vielen Dank. Ich bin super bereit mit meinem Duckface für die Aufgabe und so. Ich muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen, Commander. Auf Wiedersehen, Commander. Guck mal. Wir können ja mal... Was ist das denn? Kann man da... Wichtiger Ort. Herzlichen Glückwunsch. Das ist so ganz schön... Ey. Hab hier jetzt drauf gedrückt. Verdammt. Tagebuch. Wie komme ich wieder zurück? Ach so. Wie bin ich denn darauf gekommen eben? Man kann sogar einen Zielort einstellen. Hauptquartier C-Sicherheit. Was bedeutet das? Übergangsbrücke. Avina. Was haben wir hier? Prophetenstreit. Genau da wollen wir doch hin, ne? Wir sind... Hier. Also, da. Kann ich das jetzt auch umsetzen, wenn ich die Dings... Ja. Ich sollte nicht mal die falsche Taste drücken. Ich glaube, das wird mir noch ganz oft passieren, dass ich das aus Versehen machen werde. Aber naja. Das wäre auch langweilig sonst. So, können wir nochmal schön gucken. Wunderhübsch. Gefällt mir ein bisschen. Aber nach wie vor, ich fände es vielleicht auf der Erde auch schöner.
So kann ich jetzt, wenn ich mit dem lange genug rede, ihm das Geld einfach geben? Hat sich der Zorn des Zitadell-Sicherheitsofficers gelindert? Das ist der falsche Weg. Und Sie glauben, dass dies der richtige Weg ist, die Entflammten zu repräsentieren? Die Wahrheit der Entflammten muss verkündet werden. Sie gaben den Hanar die Sprache und dem Universum die Massenportale. Diese Person möchte nur die Worte der Wahrheit an alle richten, die zuhören möchten. Sie ist nicht an Ärger interessiert. Ach, hier seht ihr. Ach nee, das habe ich schon gefragt, ne? Unter ihrer Würde. Was? Kann ich nicht? Ach, ich kann nur das hier, ne? Ich bin nicht redegewandt dazu, oder? Wie wäre es, wenn ich Ihnen eine Evangelikaner-Erlaubnis kaufen würde? Der finanzielle Aspekt ist Teil der religiösen Einschränkung. Diese Person lehnt es ab, dass jemand zahlen sollte, um die Wahrheit verkünden zu dürfen. Aber. Aber diese Person verfügt ohnehin nicht über die beim Kauf einer Erlaubnis anfälligen 150 Credits. Jetzt schon. 150 Credits können Sie haben. Eine sehr großmütige Geste. Sie sind kein Hanar, aber unterstützen uns dabei, die Wahrheit der Entflammten zu verkünden. Diese Person wird dem Zitadell-Sicherheitsofficer keine Probleme mehr bereiten und dankt Ihnen vielmals. Na, das ging so einfach. Huch, ist aber einmal verschwunden. So war's aber auch. Ne, was hast du dazu zu sagen? Endlich ist der Hanar weg. Ich danke Ihnen. Kein Problem. Ich helfe immer gern. Hier, für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit. Wenn Sie mich entschuldigen würden, ich muss mich bei meinen Vorgesetzten melden. Gibt's jetzt 150 Credits? Schade. Medigel und ein Tagebucheintrag. Ach nee, wurde nur aktualisiert, dass das... Na, der Prophet. Was müssen wir hier eigentlich noch machen? Geben Sie sich in das Hydra-System? Ach so, ja. Machen wir runter hier. Keeper scannen. Sollen wir jetzt einfach hier mal rumrennen und die ganze Zeit Keeper scannen? Oder kommen wir hier eh nochmal wieder her und müssen... Wahrscheinlich kommen wir eh nochmal wieder her. Centuri-System? Diplomat? Mit welchem Diplomat müssen wir sprechen? Mit dem... Weiß ich nicht welchem, aber das können wir gleich rausfinden. Noch so ein System. Vermisste Forscher finden. Noch so ein System. Mit Shaira ins Quartier der Konsortin. Ne? Okay. Also ins Quartier der Konsortin als nächstes. So, dann brauche ich mal so ein Reiseding, weil sonst verlaufe ich mich wieder. Ihr kennt das doch. Mal, hatten wir den schon? Ich glaube, den hatten wir schon, ne? Ja. Süßer kleiner Fratz. Hallöchen. Ich möchte gern zum... Ihr wisst schon wohin. Bezirke müsste das sein, oder? Nö, dann ist das wohl... Was? Oh. Jetzt habe ich auch irgendwas gedrückt. Ah. Mensch, hier waren wir doch schon mal heute. Ja, gut. Präsidium wollten wir natürlich hin. Und dann... Gemächer der Konsortin war das. Ist das doch bestimmt, oder? Man wollte aber munter hin und her reisen. Warum nicht? So. Den Keeper hatten wir auch schon, ja. Hallo. Septimus hat sich erklärt. Anscheinend möchte er, dass die Konsortin ihm verzeiht. Ja. Hat er uns gesagt. Ne? Sogar Menschen scheinen die Konsortin unwiderstehlich zu finden. Geht so. Gesehen davon, dass du mir einen Schritt gefasst hast, als ich beim letzten Mal da war. Willkommen. Hi. Es ist mir eine Freude, Sie begrüßen zu dürfen. Geht so. Hier sieht ein bisschen irgendwie aus, als würde sie uns nicht mögen, so wie sie guckt. Sie sind bei der Allianz. Mein Bruder ist als Soldat auf der Erde stationiert. Hast du schon mal erzählt, halt die Fresse. Hallo, Schatzi. Was geht? Ich hätte gern noch ein Schäferstündchen mit dir. Hi. Commander, ich habe gerade eine reizende Nachricht von Septimus erhalten. Danke, dass Sie mit ihm gesprochen haben. Kein Problem. Kommen wir zur Bezahlung? Nein, komm her. Es war mir eine Ehre, Ihnen zu helfen. Sie sind sehr freundlich, Commander. Aber Sie sollen mir nicht allein aus Freundlichkeit geholfen haben.
Ich kann Ihnen noch etwas anderes geben, falls Sie Interesse haben. Bitte was denn? Ja. Es wäre mir eine Ehre. Mein Geschenk besteht aus Worten. Eine Bestätigung dessen, wer Sie sind und was aus Ihnen wird. Ihre Haut ist so dick wie die Schuppen der Turianer. Undurchdringlich. Eine Wand zwischen Ihnen und der Welt. Und sie beschützt Sie und macht Sie stark. Diese Stärke zieht andere in Ihren Bann. Darum sind Sie der Anführer, den die anderen ergeben folgen. Diese Eigenschaften werden Sie in den nächsten Kämpfen brauchen. Das ist es, wer Sie sein könnten, aber nicht, was aus Ihnen wird. Es ist nur die Grundlage für Ihre glorreiche Zukunft. Denken Sie an diese Worte, wenn Sie einmal zweifeln sollten, Commander. Herzlichen Glückwunsch. Ich dachte, wir haben jetzt irgendwie so ein Quickie zusammen. Sehr beeindruckend. Sie haben ein ganz besonderes Talent, Shaira. Ich danke Ihnen. Das weiß nicht jeder derart zu schätzen wie Sie. Sie dürfen die Macht der Worte nicht unterschätzen, Commander. Und jetzt muss ich Sie bitten zu gehen. Ich habe alles für Sie getan, was in meiner Macht stand. Und denken Sie an meine Worte, Commander. Stufenaufstieg, vorbildlich 2. Ja, Schnauze, ich will aufsteigen. Spectre-Training muss man auch noch machen, ne? Hier würde ich jetzt gerne einen mehr machen. Lernen wir nämlich was. Okay, Schmeicheln. Dann haben wir noch einen über, ne? Spectre-Training, was lernen wir denn hier? Erhöht Schaden und Dauer aller Talente und Angriffe um 1,5%. Verbessert Gesundheit um 5,5%. Verbessert maximale Präzision um 3%. Regeneriert zusätzlich 0,6 Präzision pro Sekunde. Nicht so einfach heute. Soldat, Fitness, vielleicht sollten wir mal Fitness lernen. Verbessert Gesundheit um 10%. Aber hier, komm. Machen wir so. Scott. Achso, erste Hilfe freigeschaltet. Finde ich gut. Und er ist nie aufgestiegen. Auch gut. Na, Garus, mein Schatz. Wie sieht's aus? Nachher in meinem Zimmer? Nicht? Gut. Dann gehen wir jetzt zur Botschaft. Wenn ich den Weg hinfinde, vielleicht sollte ich auch wieder einfach das Taxi nehmen. Mein Orientierungssinn ist ja bekanntlich wunderbar. Besser als jede Map. Hallo? Ist wahrscheinlich eh nicht weit. Vielleicht um die Ecke. Ich könnte ja auch auf die Karte gucken, aber egal. Wir wollen zu den Botschaften, ne? Wir müssen ja noch mit irgendeinem Botschafter da Konversation führen. Nicht wahr? Wegen des netten Herren hier vorne. Und mit dir haben wir da auch was zu reden gehabt? Nö, ne? Du stehst da einfach nur. Pff. Ich will mit einem Menschenbotschafter reden oder mit wem muss ich da quatschen? Wegen seiner Frau und Leiche. Speichert heute irgendwie so umständlich. Da habe ich ja glatt Angst, dass mir der Rechner abschmiert. Hier nicht. Könnt gleich wieder rausgehen. So. Hier waren die beiden. Drei. Ne? Der Spectre des Erdenclans ist zurückgekehrt, um mit mir zu plaudern. Ja, natürlich. Bin noch gleich wie vorher. Schlecht gelaunt hatten wir vorhin nicht gemacht, ne? Sie wirken immer so schlecht gelaunt und angespannt, Din. Die Menschen sind Neuankömmlinge auf der Zitadelle. Und dennoch scheint der Rat sie zu bevorzugen. Tadelnd, zurechtweisend. Ihrer Spezies wurden viele Zugeständnisse gemacht. Das Volus-Territorium hat sich verzehnfacht, seitdem sie auf Zitadelle sind. Na und? Nebensächliche Details. Wir haben immer noch keine Mitsprache bei Entscheidungen im Zitadellraum. Da macht ihr irgendwas falsch, ne? Nee, schlechte Leute will ich jetzt nicht nochmal machen. Ich muss gehen. Auf Wiedersehen, Botschafter. Du bist blöd. Ja, ja. Auf Wiedersehen, Erdling. Und der kann ich nicht mehr.